Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Starfield. Attention, attention. So, Headset nochmal ein bisschen kurz rumgedrümmelt. So, ich habe keine Ahnung, was wir vorhatten in der letzten Aufnahmesession. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik bist. Das Geräusch ist im Spiel, ich glaube, einer. Es klingt ein bisschen, als wenn einer bohrt. Also vielleicht bohrt ja sogar einer im Spiel, wer weiß. So. Dass wir zahlen müssen, um in der Nähe von Neon fischen zu dürfen. Ja, ja. Ach, hier oben waren wir doch mal, ne? Hey, Kumpel, darf ich hier rein? Oh, stinkt das hier unten. Oh, puh. Ach, wir sind unten. Wir tragen das die Arbeiter. Diesen Gestank nach faulem Fisch und wer weiß was. Alter! Ich mach lieber Fische sauber, als bei einer Straßengang zu sein. Ja, klingt doch ganz gut. Ich hier lieber von Aurora fern. Diese Droge kann dein Hirn zu Brei machen. Na gut, da kann ja nicht mehr viel passieren. Guten Tag. Du hast doch für dieses Quartal ein Plus von 30% versprochen, Libby. Und meine Empfehlung einfach ignoriert. Die übrigens aktenkundig ist. Mr. Bello erwartet, dass das Event reibungslos abläuft. Er ganz persönlich. Aus nichts kann ich nichts machen. Hier unten zerfällt alles komplett. Mein Budget muss genehmigt werden. Sofort. Hallo? Hallo? Ach! Hallo? Du hast dich neu beworben? Riley? Wirklich? Du hast Medizin studiert? Du bist entweder überqualifiziert oder du lügst. Aber das ist nicht wichtig. Du kennst dich mit Chemie aus und scheinst zu leben und zu atmen. Scheiße, du hast den Job. Wow. Die Bezahlung ist besser als irgendwo sonst. Wenn du durchhältst. Hier, zieh das an. Und dann ab an die Arbeit. Unter Verwendung der richtigen Zutaten kannst du jetzt nicht verarbeitetes Aurora herstellen. Das Rezept kannst du im pharmazeutischen Labor von Xenofresh einsehen. Verfolgung und Produktion verwenden. Muss ich das anziehen? Was auch immer. Was denn überhaupt? Ja, irgendwas sagt mir, ich sollte das anziehen. Komm mit. Dann sehen wir mal, wie vielseitig und kompetent du bist. Den Schutzanzug trägst du jede einzelne... Oh, wow. Ja, dann. Sekunde, klar? Zu deiner eigenen Sicherheit. Ich will nicht, dass noch mehr Leute tot umfallen, weil sie keine Anweisungen befolgen können. Hier arbeitest du, nur hier, in der Produktion. Du stellst nur das her, was du aufgetragen kriegst. Du kriegst dein Geld und verschwindest wieder dahin, wo du herkommst. Du stellst keine Fragen, befolgst nur Anweisungen. Du bist ein winziges Zahnrad im Xenofresh-Getriebe. Geredet wird nur in der Pause. So, da ist das Fließband. Der Job ist simpel. Der Trichter spuckt Zutaten aus. Der Computer sagt dir, was du herstellen sollst. Du nimmst dir die Zutaten. Wir wissen aufs Milligramm genau, was nötig ist. Das nimmst du. Nicht mehr, nicht weniger. Und nur, was du brauchst. Genauso wichtig, Tempo. Wir haben eine Quote. Der Timer startet, sobald der Auftrag auf dem Bildschirm ist. Ja, was? Also, stell das Präparat her und leg es in den anderen Trichter.
Wenn du schneller bist und Mitarbeiter des Monats wirst, kriegst du einen Bonus, vielleicht irgendwann eine Beförderung und eigene Kistenratten. Wenn du zu langsam bist, sei's einfach nicht. Fragen? Konzentrier dich, arbeite klug und schnell. Wir verstehen uns, oder? Du darfst einmal mit Stützrädern üben, ohne Zeitlimit, um das System kennenzulernen. Danach tickt die Uhr. Erledige die Schicht. Wenn du es gut machst, darfst du vielleicht wiederkommen. Danach kannst du in den Pausenraum. Diese Rissbach-Schuppen sind überall. Neulich war eine... Trainingsprogramm beginnt. Stelle eine Charge Schlangenöl her. Kein Zeitlimit. Schlangenöl. Du hast deinen Beruf verfehlt. Valentina soll sich mal locker machen. Eine Minute ab. Jetzt. Ich kann gar nichts anderes herstellen. Ist das Penicillin X und Aurora ist nur der Name? Kann das warten. Ich muss erst noch den Fischgeruch aus den Kleinen. Durchschnittlich. Du kannst in den Pausenraum oder nach Hause. Hätte nie gedacht, mal in einem Drogenlabor zu arbeiten. Wow, Sarah, was zum... Wow. Willkommen am Fließband. Hoffe, du stehst drauf, dass jede Bewegung für die Silizium-Nachwelt aufgezeichnet wird. Der war gut. Apropos Security. Oh nein, Stromausfall? Zum Glück sind die blöden Dinger sowieso die meiste Zeit kaputt. Kennst du Nesha? Der Arme wurde von der Security einkassiert. Bingo. Ich bin noch frei, also hat Nesha mich nicht an die Security verpfiffen. Ich wusste, dass seine Bosse einen Ersatz schicken würden. Sind wir wieder im Geschäft? Scheiße, das hätte Nesha mir sagen sollen. Ich stecke zu tief drin, um auszusteigen. Ich sage dir, wo die Ware ist. Du musst sie nur holen und... keine Ahnung, was ihr damit macht. Wenn du mehr brauchst,
Arbeite einfach eine Schicht und komm zu mir in den Pausenraum. Dann gebe ich dir neue Koordinaten. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ah, okay. Wenn das nochmal eine... Scheint ja recht einfach zu sein. Kann man aber auch Geld machen, glaube ich, ne? Das ist halt ein bisschen Eintönung. Wenn man das ein bisschen macht, muss lange bleiben. Ich hoffe, es wird nicht spät. Viele arme Seelen, die es nicht nach New Atlantis geschafft haben, schuften jetzt in Neons Fischereien. Gut. Jetzt sind alle Beteiligten anwesend. Yannick. Dachtest du, du kannst in meiner Stadt ohne mein Wissen Aurora verwenden? Ein neues Blutbad in Epside ist nicht gut für den Tourismus. Aber manchmal muss eben Blut fließen. Und du bist dann wohl der jämmerliche Kopf dieser Bande. Was habe ich davon, wenn ich einen von euch oder beide am Leben lasse? Eine Ermittlung? Ist ja süß. Heyo ist vor jeder Ermittlung sicher. Er könnte in der Lobby des Trade Towers jemanden erschießen und es würde keine Zeugen geben. Dein Kompagnon liefert gute Argumente. Aber... du hast mich abgezockt, Yannick. Ich hasse es, abgezockt zu werden. Deine Lounge deckt das Luxussegment ab, Mr. Bayou. Aber es gibt noch so viele andere Credits, die eingesackt werden wollen. Red weiter. Wir verwenden eine Prise Aurora, um Blend herzustellen. Und Blend kann jeder bezahlen. Bitte, sag es ihm. Ja, sag's mir. Du hast also ein Monopol auf einem Schwellenmarkt. Fast könnte man denken, du hast Geschäftssinn. Yannick hat gerade erst angefangen. Die Credits fließen und... Moment. Hast du dich gerade Yannick genannt? Ernsthaft? Fresse. Der Hase läuft so. Du darfst weiter Aurora aus der Fishery schmuggeln. Du stellst deinen Blend her und verkaufst das überschüssige Aurora auf der Straße. Aber ich kassiere 20% von deinem Gewinn, weil ich dich ertrage. Das war's. Yannick, fang an, mir Kohle zu verdienen. Ja, die war gut. Mal wieder so ein mieser Tag in Neon. Was? Oh, Yannicks Herz schlägt immer noch so schnell. Mr. Bayo ist beeindruckend. Alles okay? Wir verstehen uns noch, oder? Mein Leben ist an mir vorbeigerauscht. Oder hätte es sollen. Unser Gewinn schrumpft, ja, aber wir müssen keine Angst mehr haben, erwischt zu werden. Also, business as usual, hä? Du arbeitest eine Schicht bei Xenofresh und dein Kontakt sagt dir, wo das Aurora ist. Du gehst hin, holst es ganz entspannt und gemütlich ab und bringst es mir. Kein Zeitdruck, wann du willst.
Mach ruhig erstmal Pause. Ja, natürlich. Du hast dir Erholung verdient. Komm wieder, wenn du frisch und munter bist. Okay, ich schätze mal, das ist etwas, was man immer wieder machen kann, oder? So, Umwelt, Körper, Ernährung. Plündern wäre vielleicht langsam auch mal ganz brauchbar, oder? Obwohl, nee, ich brauchte Diebstahl. Okay, geht noch nicht. Dann vielleicht. Ist auch nicht verkehrt. Nehmen wir mal was für Waffen. Ich nehme ja eigentlich ballistische Waffen die ganze Zeit. Ich glaube, das ist eine Mission, die einfach die ganze Zeit geht. Also immer, wenn du Geld verdienen willst, zack, zack, zack. Muss ich aber jetzt nicht unbedingt haben. So, mal schauen. So, Versorgungsmittel, das Casting. Ich guck mal immer wieder, wenn ich hier bin, können wir das ja mal machen, so zwischendurch. Ich glaube, das ist ja hier. Da müssen wir jetzt mal. Wie ihm auch einfach aufgefallen ist, dass er von sich in der dritten Person gesprochen hat. Ist die klar. Catherine Lucian will immer noch. So, wo sind denn die Kollegen? Wir arbeiten, um zu leben, aber dafür reicht es nicht. Hallo. Also, Kamera. Wir auf der Hauptplaza. Es sei denn, du willst nass werden. Was guckst du so, hm? Huh? Das? Das ist Abside Strikers Revier. Nur oben! Stör meine Kundschaft nicht! Okay, oben. Das ist Gangrevier, verstanden? Ihr scheint ja richtig toll zu sein. Also, ich frage jetzt zum letzten Mal. Ach, früher hätte nie jemand... Ach. Die Leute hatten früher Angst vor den Strikers. Wir waren wer? Jetzt pferchen die Disciples uns in dieser Spelunke ein. Andrea! Ja, schon gut. In diesem wunderbaren Etablissement. Sonst noch was? Oder war's das dann mit diesem... was auch immer? Du spazierst hier einfach rein und willst mit Briggs reden. Mutig. Vielleicht redest du lieber mit meinem kleinen Messerchen, hm? Huh? Kein Blut in meinem Laden, Andrea! Ich stehe sowieso schon kurz davor, euch rauszuwerfen. Schön. Ist ja gut. Ist ein Glückstag. Aber Briggs siehst du nur, wenn du den Abside Strikers beitrittst. Weißt du was? Das mache ich. Hier und jetzt. Das wird sicher lustig. Okay, besuchen wir den Boss. Na dann. Howdy. Howdy. Hab zu tun. Wenn du das gute Zeug Aurora willst, ist nicht nur eine Droge, sondern ein Mut. Diosdado hieß mein Vater und sein Vater vor ihm. Ich hieß früher einfach Trey.
Aber als mein Vater gestorben ist, wollte ich ihm einen Gefallen tun und den Namen tragen. Schon damals auf Sol waren meine Vorfahren Inselmenschen. Und weil Woli Alpha eine Ozeanwelt ist, spüre ich sie bei mir. Ich bin ein Freigeist, ein Wanderer. Ich lasse mich von der Welle tragen. Aber am besten sind eindeutig die Vibes in den Bars und auf dem Markt. Aurora ist meine Geliebte, aber der Mode gehört mein Herz. Ich verfolge immer die Trends. Okay. Ich glaube schon. Ich weiß, die Leute sagen, die Trends hier sind künstlich generiert. Megacorp Technoruddy-Bullshit mit Werbung am Himmel. Aber die Corps können 1000 Plakate aufhängen und definieren trotzdem nicht, was in ist. Das tun wir. Als Kind hatte ich immer nur Jogginganzüge an. Wie so ein alter Sack. Weil meine Eltern kein Geld hatten. Aber schon damals hatte ich einfach Stilgefühl. Tief im Knochenmark. Weißt du, ich habe sogar meine Kleider zerschnitten, um neue zu machen. Meine ersten eigenen Klamotten. Das war, als hätte ich eine Frau ewig aus der Ferne angeschmachtet und sie dann endlich kennengelernt. Alles Liebe. Hey, lass mich in Ruhe. Okay. Ist schon vorgegangen. Die Strikers sind oben. Wir sollten uns also lieber begnügen. Oh, die werden wirklich nicht mehr ernst genommen. In der Kieler gibt's sowas hier nicht. So viel ist klar. Strikers passen aufeinander auf, oder? Was? Was guckst du? Du willst beitreten? Wir sind eine Gang, das ist dir klar, oder? Kein cooler Abenteuerclub, mit dem du vor deinen Freunden angeben kannst. Wir stehlen, wir rauben. Wir töten auch mal. Wer zu uns kommt, hat keine anderen Optionen mehr. Bist du wirklich interessiert? Früher waren wir die Einzigen, die diese Psychos unter Kontrolle gehalten haben. Aber dazu komme ich noch. Weißt du, die Strikers sind anders, weil wir nämlich eine Familie sind. Wir kämpfen gemeinsam gegen jeden Scheiß, mit dem die Welt uns fertig machen will. Wir gehen füreinander durch die Hölle. In letzter Zeit ist das ein bisschen zu viel Hölle. Voga, nicht jetzt. Wir tun, was wir können, damit jeder immer ein Dach über dem Kopf und Fisch im Bauch hat. Mir ist es lieber, wir nehmen die Opfer nur aus, statt sie umzulegen. Ist besser für alle. Aber tu, was du tun musst. In Abside landen die ganzen Loser und traurigen Gestalten, wenn Neon und Verwalter Bayou sie ausspucken. Das Leben hier ist ein Kampf. Manchmal muss Blut fließen, damit man Essenpaste auf dem Teller hat. Aber wir nehmen uns nur, was wir müssen. Du bist jung. Du hast etwas, das... Nicht so schnell. Ich muss dich erst kennenlernen. Ach ja? Wie kannst du den Strikers helfen? Zeit. Ich nehme das. Sehr nützlich. Gefällt mir. Hast du was Besonderes gemacht? Was uns beeindrucken würde? Ach, du bist so ein Weltallfreak. Klar, die sind hier dauernd zu Besuch. Ich weiß nicht, was du für ein Spielchen treibst, aber es gibt einen Aufnahmetest. Du bekommst es mit den Disciples zu tun. Jeder in Abside wurde von Neon fertig gemacht und dann ausgespuckt. Manche drehen durch, und zwar richtig. Die Disciples sind wahnsinnig, ganz einfach. Der Test ist simpel. Finde raus, wer diese Verrückten mit Militärwaffen versorgt. Wir sind voll auf einer Linie. Ich verstehe nicht, warum du plötzlich den Strikers beitreten willst. Mir fallen spontan mindestens 100 bessere Zeitvertreibe ein. Sie haben ein Lagerhaus. Einer unserer Freunde sagt, dass es da eine Slate mit allen wichtigen Infos gibt. Wow, das ist mein Job. Ich wollte da rein und sie zahlen lassen. Du bist zu fanatisch, Vogal. Wenn du da reingehst, gibt's ein Blutbad. Ich will jemanden, der ihnen die Slate einfach stibitzt. Am besten, ohne dass sie es überhaupt merken. Das ist ein Casting. Lass dich am besten nicht umlegen, Jungfisch. Klar.
Wenn du einem von den Strikers was tust, vernichte ich dich. Ich weiß, Briggs hat gesagt, untertauchen. Wenn du das schaffst, aber ich sage, bin ich dein größter Fan. Nicht viele von den Disciples scheinen. Gut. Sarah hat das natürlich nicht gefallen. Das hätte ich mir aber auch denken können. Ja, mal schauen.